Es war einmal ein junger und tapferer Seemann, der nach zahlreichen Abenteuern genug hatte und dessen Schiff in Haslach auf der Kranzling vor Anker lag. Er hatte eigentlich alles, was er brauchte in seinem Leben, nur die passende Frau an seiner Seite hatte er noch nicht gefunden. Und weil es in der Heimat vorerst nicht das Richtige für ihn gab, beschloss er, wieder die sieben Weltmeere zu bereisen, um die große Liebe seines Lebens zu suchen. Der Abschied fiel natürlich schwer, vor allem seiner lieben Mutter, und es war trotzdem Zeit, eben, dass er sich auf die hohe See aufmachte, um endlich eine Frau nach Hause zu bringen. Schwarze Meer, bis er eigentlich draufkam, dass er in die falsche Richtung unterwegs war. Er wollte eigentlich Richtung Westen. Also ließ er sich ausfliegen, zurück ins Mittelmeer, denn sein großes Ziel war ja New York. Er schifferte quer über den Atlantik und landete schließlich im Hafen von New York. Gab, er war nur vor zwei Problemen gestellt.
erstens kam er mit dem hektischen Leben in der Großstadt nicht zurecht und zweitens stand er so absolut nicht auf Frauen mit Hut und Regenschirm. Also ging er wieder an Bord, fuhr Richtung Süden. Das nächste Ziel war Brasilien. Dort ging er im Hafen von Rio de Janeiro an Land. Die Mädels wunderschön, doch auch hier gab es einen kleinen Haken für unseren Seemann. Er selbst war eher von schüchterner Natur und kam so mit den temperamentvollen Frauen in Brasilien gar nicht so zurecht. Also ging er wieder an Bord, fuhr weiter, denn auf seiner Seekarte stand Afrika als großes nächstes Ziel drauf und so fuhr er gen Osten, um in Afrika schließlich an Land zu gehen. Seefahrer nicht wirklich begeistert und so dachte er sich, na, ich lasse die ganze Sache lieber bleiben, fahre in Heimat und lege im Hafen von Haslach auf der Kranzling an und lass mal's gut sein, so auf die Art. Es kommt der Wind und Wolken, nimm mich.
Ja, danke, liebe Ballgäste. Wir wünschen euch noch einen vergnüglichen Abend. Lasst euch es noch gut gehen bei uns. Beim Buffet draußen, in der Bar draußen, mit die Bibel Storner. Und wir Haslacher Musik, wir werden das sinkende Schiff sicher nicht verlassen. Und wenn, dann zuletzt. Also lasst euch es noch gut gehen bei uns. Danke.